Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt, nochmal, zu Tagesordnungspunkt 11. Hier liegt Ihnen die Drucksache 514723 vor. Es handelt sich um einen Antrag der Fraktion NPD mit dem Thema Arm trotz Arbeit, nicht mit uns. Die Fraktionen nehmen wie folgt Stellung: NPD, CDU, Die Linke, SPD, FDP, Bündnis 90, Die Grünen und die Staatsregierung, sofern sie das Wort wünscht. Wir beginnen mit der Aussprache für die NPD-Fraktion, Herr Abgeordneter Szymanski. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn die Sozialdemokraten einmal in der langen Geschichte ihrer Partei ihre Arbeit richtig gemacht hätten, dann wäre dieser Antrag gar nicht notwendig. Am 3. Juli wurde im Bundestag der Beschluss für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn aller SPD gefasst. Kritik kam in ungewohnter Einigkeit von verschiedenen Seiten. Neben den erwarteten Einwänden der Arbeitgeber kritisierte auch der ungarische EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration Laszlo Andor, übrigens ein Sozialist, die Ausnahmeregelungen, die auf Druck der deutschen Sozialdemokraten beschlossen wurden. Der Präsident der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sieht handwerkliche Fehler im Machwerk der Großen Koalition und prophezeit Widersprüche, Ausweichverhalten und Unzufriedenheit. Auch die Gewerkschaften sehen im jetzigen Mindestlohngesetz mindestens Wahlbetrug und ein inhaltliches Einknicken der SPD. Für Verdi-Chef Frank Zierske ist der derzeitige Mindestlohn durch die vielen Ausnahmen, Zitat, brutal amputiert. Auch aus unserer Sicht haben die bisherigen Regelungen mehrere Fehler, die unter anderem durch unseren heute vorgestellten Antrag beseitigt werden können. Besonders der Mindestlohnverzicht für Langzeitarbeitslose ist für viele Menschen in Sachsen und überall in Deutschland eine bittere Pille. Wieder einmal werden Millionen Arbeitssuchende von der Sozialdemokratie zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Als ob die Sozialdemokraten und die Unionsparteien aus den Hartz-IV-Protesten vor 10 Jahren mit ihren Schwerpunkten in Mitteldeutschland nichts gelernt hätten. Auch die Sonderausnahme für Verleger ist dem geschickten Lobbyismus der Medienindustrie geschuldet, sowie der Tatsache, dass die SPD selbst über ein großes Medienimperium verfügt. Zeitungsboten dürfen auch weiterhin mit einem Hungerlohn abgespeist werden, weil den Regierungsparteien der Mut fehlt, ihre Politik auch mit Gegenwind aus dem Blätterwelt durchzusetzen. Ein Vorgang, der einer Demokratie unwürdig ist. Unser Antrag möchte da greifen, wo die SPD versagt hat. Heute müssen 1,3 Millionen Bürger ihren Lebensunterhalt trotz Arbeit mit Sozialleistungen aufstocken. Dank der zahlreichen Ausnahmen beim Mindestlohn werden auch in Zukunft Menschen auf diese Maßnahme angewiesen sein. Wir stellen Ihnen mit unserem Antrag einen Weg vor, diese Form des Hungerlohns wirkungsvoll zu bekämpfen und dieses langjährige politische Problem endlich zu lösen. Mit unserer Initiative könnten wir den schwarzen Schafen das Handwerk legen und der bisher praktizierten Wirtschaftspolitik der Niedriglohnsubventionen endlich ein Ende setzen. Wir greifen mit unseren Vorschlägen die Kritik der Bundesagentur für Arbeit, der Sozialverbände, der Gewerkschaften und sogar der EU-Kommission auf und bieten eine Lösung an. Während die Grünen dem nicht flächendeckenden Mindestlohn auf Bundesebene zugestimmt haben und die Linke sich ohne Lösungsansätze mit noch höheren Forderungen ihrer Verantwortung entzogen hat, bieten wir Ihnen eine Alternative, um wirkliche Gerechtigkeit in der Arbeitswelt herzustellen und um auf die besonderen Herausforderungen des sächsischen Arbeitsmarktes zu reagieren. Ich bin gespannt auf Ihre Diskussionsbeiträge und die Stellungnahme der SPD, die ja oft mit dem Begriff historisch um sich wirft, wenn es um Ihren Mindestlohn für einige mit Ausnahmen für Millionen geht. Historisch ist bisher nur die verpasste Chance für einen wirklich gerechten Arbeitsmarkt in Sachsen und im Rest unseres deutschen Vaterlandes zu sorgen. Ich erwarte eine spannende Diskussion bei jeder, der im Haus Farbe bekennen muss, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt die CDU-Fraktion, Herr Abgeordneter Kraus. Herr Kraus, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es kurz machen. Das Thema Mindestlohn spielt ja eigentlich in dem Antrag keine Rolle. Aber man kann mal darauf hinweisen, dass das eben dazu führt, wenn Sie Ihren Titel mal nehmen, Arm trotz Arbeit, dass der Mindestlohn schon dazu beiträgt, dass sich Arbeit in diesem Land lohnt. Ganz kurz zu Ihrem Antrag. Die meisten Aufstocker, die wir haben, das sind Familien
Angehörige, also Väter oder Mütter, die Kinder haben und die durch diese Kinder nicht dazu in der Lage sind, das Existenzminimum durch ihr Gehalt zu erwirtschaften. Das ist die große Zahl derer. So. Und es sind bei den anderen, die gibt es auch, die sozusagen meinetwegen alleinerziehend sind oder alleinlebend sind und arbeiten, deswegen auf Unterstützung angewiesen sind. Wenn das, was in Ihrem Antrag drinsteht, umgesetzt werden würde, insbesondere was unter Punkt 3 steht, dann hieße das, dass Väter oder Mütter, die drei Kinder haben, die als Verkäufer arbeiten oder die als Kfz-Mechaniker arbeiten, dass die keinen Job mehr kriegen würden, weil jeder Arbeitgeber sagen wird, das tue ich mir nicht an, wenn danach jeder in meine Unterlagen reinschauen kann und dann mir vielleicht sagt, hier an der Ecke hättest du das Geld nicht ausgeben können, sondern hättest du das Gehalt ausgeben können. Wenn sowas entsteht, dann ist das ein Ausschlussprogramm für alle Leute, die Kinder haben in diesem Land. Deswegen ist dieser Antrag sinnlos und ich bitte darum, dass er abgelehnt wird. Kollege Kraus, sprach für die CDU-Fraktion. Gibt es in dieser ersten Rednerrunde weiteren Redebedarf? Den kann ich jetzt nicht feststellen. Wir eröffnen also eine zweite Runde und das Wort ergreift für die einbringende NPD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Müller. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich werde es jetzt relativ kurz machen. Nichtsdestotrotz muss ich auf Herrn Kraus seine Dinge eingehen. Das Ansinnen unseres Antrags, das haben Sie richtig erkannt, ging natürlich nicht nur vollständig um das Thema Mindestlohn, sondern eben gerade auch um das Thema, große Thema und große Problem der Teilzeitbeschäftigung, was sehr oft eben auch Alleinerziehende betrifft. Das ist ein Thema, was ja sonst allen hier angeblich immer am Herzen liegt. Und wir empfinden es eben als eine sehr eklatante Ungerechtigkeit, dass Sozialleistungsempfänger, die sich um eine Arbeit kümmern, die dann vielleicht in Teilzeit ausgeübt wird, und aber eben noch zum sogenannten Aufstocker-Dasein führt, dass diese finanziell fast denen gleichgestellt sind, die sich ausschließlich staatlich alimentieren lassen. Arbeit muss sich lohnen, das haben Sie selber auch gesagt. Und deswegen muss es auch so sein, dass diejenigen am Ende, die sich um Arbeit kümmern, mehr in der Tasche haben. Wir brauchen einen klaren Anreiz für die Aufnahme einer Beschäftigung. Und das wollen wir mit unserem Antrag erreichen. Das, was Sie in Punkt 3 kritisiert haben, wenn Sie es besser gestalten können, dann gerne. Aber es muss natürlich auch eine Möglichkeit geben, den Missbrauch dieses Systems irgendwo zu unterbinden. Deswegen steht der Punkt 3 bei uns so drin. Wie gesagt, wir bitten eben im Interesse derer, die arbeiten wollen, die aber eben trotzdem noch auf Sozialleistungen des Staates angewiesen sind. Wir bitten für die Leute um Unterstützung, dass sie im Grunde besser gestellt werden, als sie es jetzt sind, besser gestellt werden als diejenigen, die sich nur alimentieren lassen. Vielen Dank. Herr Dr. Müller sprach für die einbringende NPD-Fraktion. Jetzt ergreift für die SPD-Fraktion Herr Kollege Hohmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier einen weiteren Antrag der NPD, mit der sie versucht, zur Abwechslung mal nicht mit Rassismus, sondern mit einem anderen Thema zu punkten. Und das Problem an der Sache ist, wie so oft, es ist schlichtweg zu kurz gesprungen. Es wird also hier das durchaus wichtige Thema der Aufstocker aufgegriffen und es wird gefordert, dass die Hinzuverdienstmöglichkeiten erhöht werden. Wenn man sich das aber genau anguckt, dann entsteht folgende Situation, dass das Aufstocken sowohl für die Aufstocker als auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer wesentlich attraktiver wird. Das Ende vom Lied wird sein, dass wir nicht weniger Aufstocker haben, was das Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, sondern dass wir noch mehr Aufstocker haben. Und das kann auch nicht wirklich das Ziel guter Politik sein. Wenn wir uns also angucken, der Mindestlohn, den SPD und CDU gemeinsam verabschiedet haben, ist in der Tat eine große Errungenschaft. Über 600.000 Sächsinnen und Sachsen werden von diesem Mindestlohn profitieren und wir werden unsere Arbeitsmarktpolitik fortsetzen, die darauf abzielt, die Tarifgebundenheit zu erhöhen, die sachgrundfremden Befristungen abzuschaffen und damit langfristig auch das System der Aufstockerinnen und Aufstocker überflüssig zu machen. Das ist gute Arbeitsmarktpolitik und nicht ihr Rumgedoktor, das nur pseudogut funktioniert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte eine Sache noch kurz hier klarstellen. Sie werden etwas ganz Besonderes heute schaffen. Sie werden die einzigen Abschiedsredner sein, die keinen Abschiedsapplaus bekommen. Weil das wird heute aller Voraussicht nach Ihre letzte
Rede hier im Sächsischen, Ihr letzter Tagesordnungspunkt hier in Sachsen sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die in den letzten 5 Jahren hier die Stirn geboten haben, die dafür gesorgt haben, dass hier keine rassistische Stereotype unwidersprochen blieb, dass der Konsens der Demokratinnen und Demokraten gehalten hat, dass sie keinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung dieses Hohen Hauses gewonnen haben und dass hier keine Frechheit unkommentiert geblieben ist. Das haben wir, ich denke da an viele Rednerinnen und Redner, die sich da meiner Meinung nach und unserer Meinung nach ehrliche Meriten verdient haben. Bei denen möchte ich mich herzlich bedanken und uns allen wünsche ich eine nazifreie nächste Legislaturperiode. Vielen Dank. Herr Hohmann sprach für die SPD-Fraktion. Gibt es weiteren Redebedarf aus den Fraktionen? Den kann ich nicht feststellen. Die Staatsregierung? Kein Redebedarf. Dann erteile ich der Fraktion NPD die Möglichkeit, ein Schlusswort zu halten. Ja, Herr Hohmann, ich werde Ihnen jetzt natürlich nicht den Gefallen tun, auf Ihren Redebeitrag inhaltlich einzugehen, was die sachpolitischen Fragen angeht. Das war ja sehr dürftig, was da an Kritik kam. Es kam ja so ein kleines Gut sogar rüber. Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch nach dem 31. August als NPD uns hier mit Ihnen zusammen im Hohen Haus wiedersehen werden. Ich bin optimistisch, dass uns auch wieder zumindest jene 100.000 Sachsen wählen werden an diesem Tag, am 31. August, die uns 2009 auch das Vertrauen geschenkt haben. Und ich glaube, wir können da auch durchaus optimistisch sein. Ich möchte die Gelegenheit allerdings nochmal nutzen, mein Befremden darüber auszudrücken an dieser Stelle, über diese Dame da in dem hellen Kostüm da oben, die unablässig knipst. Ich weiß nicht, ob sie vom Landtagspressesprecher dazu eine Genehmigung erhalten hat. Für meine Fraktion zumindest kann ich nochmal auch von dieser Stelle aus erklären, dass sie für uns eine unerwünschte Person hier in diesem Hause ist. Frau Brettschneider ist eine der übelsten Antidemokratinnen, die es in dieser Bundesrepublik Deutschland gibt. Wer ihre hysterischen Reaktionen auf NPD-Redebeiträge in Schwerin angesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Ich sage da, voll Teufel, Frau Brettschneider. Für diese Beschimpfung erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Und weil Sie das noch kommentiert haben, einen weiteren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung. Ich stelle nun die Drucksache 5/14/723 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Vielen Dank. Stimmenthaltung? Keine. Damit ist die Drucksache 5/14/723 nicht beschlossen. Der Tagesordnungspunkt beendet.